Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Minimi Sims Paradies, kurz MSP genannt. Und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute wieder eine liebste Folge von unserer Patsy Frizzlepoops hier, die wunderschöne Patsy mit ihrem Eis. Ich starte das Spiel hier, diesen Spielstand, und sie steht kackfrech hier und isst ein Eis. Dabei habe ich das gar nicht von ihr gefordert. Keine Ahnung. Es ist einfach so. Sie möchte Eis essen, dann geht sie Eis essen. Ob ich jetzt spiele oder nicht. Es könnte auch sein, dass ich morgen einschalte und sie hat 4 Kinder oder so. Sie lebt einfach. Alles klar. Ich werde jetzt den ganz kurzen Trailer einspielen und dann rede ich noch mal ein bisschen mit euch. Bis gleich, meine Lieben. Meine Lieben, jetzt sind wir da, hier bei Mrs. Frizzlepoops, bei der Patsy. Ich wollte zuerst jetzt entweder nur normal reden, aber mein ganzer innerer Monk sagt, nope, dieses Let's Play, das wird das Let's Play von Sandra und Patsy, weil mich gibt's nicht nur in normal mit dieser Stimme. Das ist irgendwie... Man muss auch mal aus sich rausgehen, man muss sich was trauen, man muss sich von der Masse abheben. Man muss irgendwie crazy drauf sein, irgendwie, und es sich einfach mal gut tun lassen. Manche rennen in den Wald neu und joggen da den ganzen Tag und lassen da ihre Sachen aus. Und andere, die gehen Bogenschieße her und genießen das und sind so, wie sie sind halt. Mein Gott, ich bin A, wie ich bin. Ich hab mein Dialekt, ich hab meine Kinder, ich bin... Einfach nur die Sandra. Und ich kann es nicht jedem recht machen. Das geht nicht. Und das ist jetzt Schluss auf meinem Kanal, habe ich für mich entschieden. Das mag ein bisschen jetzt streng oder böse klingen. So ist es gar nicht gemeint. Nur ich habe mir zu viele Dinge zu nahe gehen lassen. Und damit ist eindeutig Schluss. Kann auch sein, dass ich rückfällig werde. Das ist halt normal. Aber ich habe mir vorgenommen, hey, ich bin 38, jetzt wird es langsam halt Zeit für die Sandra. Ich werde nicht mehr darauf achten, was die anderen von mir denken. Das ist so mein großer neuer Plan. Und ich werde hier das Ding so moderieren, wie ich will. Da mal nebenbei gesagt, ich fand das so, so süß, wie viele sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, das ist cool, wie du dich da traust, wie du deine Stimme verstellst. Und wenige haben halt nur gesagt, naja. Weil ich halt die ganze Zeit die liebe, brave, ruhige Sandra bin, die zwar ihre Meinung hat, aber gar nicht getraut hat, irgendwie mal aus sich rauszugehen. Ich habe mich einfach irgendwo reinpressen lassen, nämlich in diese, du musst perfekt sein, du darfst nichts falsch machen, Schiene. Das ist halt alles so blöd. Und heute nehme ich die scheiß Folge jetzt fertig auf. In der letzten Folge, die ich gelöscht habe, da waren wir nochmal bei den Best Friends drin und haben da hinten irgendwas anderes gemacht. Irgendein Zimmer. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ja, da haben wir halt Geld verdient. Deswegen hat sie jetzt ein bisschen mehr als in der letzten Folge. Ich habe es halt einfach jetzt gelöscht, weil ich mich dann dafür entschuldigt habe, dass ich diese Stimme mache. Ja, wem es, da muss ich jetzt sagen, dieses Let's Play bleibt so irre, wie es ist. Und das möchte ich jetzt nicht verletzend sagen, aber wenn es euch nicht gefällt, dann ist das so. Ich nehme es hin. Ihr seid dann dazu eingeladen, ja, andere Let's Plays von mir zu gucken, wo ich halt die brave Sandra bin, die in der Ecke sitzt und sich für alles schämt, was sie falsch machen könnte. Okay? Ja, da gibt es zum Beispiel die Mary, die Shirley, die Kaliyais. Da bin ich immer und ja, selten mal ein bisschen crazy. Selten. Passiert zwar auch, weil ich so bin. Das hört man ja raus, dass es manchmal rausbricht aus mir. Also... So bin ich auch im Echt. Ich kann eine Ulknudel sein. Und ja, ich habe auch ein schweres Leben. Und das hat auch jeder irgendwo. Und habe auch viel einstecken müssen im Leben. Aber mir tut die Patsy gut. Meiner Seele tut's gut. Ihr habt da alles sowas. Jedem geht's irgendjemand muss irgendwas tun, damit es ihm gut geht. Und ich drehe halt ein bisschen durch. So ein bisschen. So, nur so ein klitzekleines bisschen. Und Patsy hilft mir. Gut. Also... Wenn es dir nicht gefällt, ist kein Problem. Du musst das nicht gucken. Und heute
Haben wir, glaube ich, noch nicht mal einen Job angenommen. Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe schon vergessen, wo. Auftrag gibt es eine Zimmerrenovierung für Cassie, zwei Boys. Alles klar. Die habe ich mal für die liebe Daniela gemacht. Und das ist auch das Einzige, was übrig bleibt. Zwei Boys für die Cassie. Da gehen wir hin morgen früh um 9. Jetzt in der Zwischenzeit darf hier Patsy posieren, reden. Was macht Patsy mit Julia plaudern? Bitte nehmt das nicht persönlich, aber ich muss irgendwas tun, sonst drehe ich hier durch. Das ist immer noch mein Kanal, ich bin, wie ich bin. Und ich verstelle mich jetzt auch nicht mehr. Ich nehme mir das alles auch nicht mehr so zu Herzen. Ja. Hirnfrost! Und ja. Sie plaudert hier, ich wundere mich, dass sie hier ist. Ich weiß gar nicht, wie sie hier gelandet ist. Hallo, Böcke. Hallo. Hallo, Leute. Ach so, in der letzten Folge habe ich gesagt, wenn irgendjemand Bock hat, ich weiß nicht, in der letzten, die ich gelöscht habe oder so, ihr könnt mir gerne crazy Sims erstellen für diese Welt. Aber ihr müsst nicht, ihr könnt, ihr dürft. Unter anderem auch wunderbare Sims Männer oder so für die Patsy. Keine Ahnung, sie kann auch Frauen kriegen oder beidgeschlechtlich oder macht, was ihr wollt. Hauptsache crazy. So, liebste Crazy, Mausi Pausi, du gehst nach Haus. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und ja, bis gleich. Ich mache hier Pause. Na, gucke mal an. Wir kommen heim und was schnuffelt hier in unsere Zimmer rum? Eine böse Wollmausel-Mausel. Wollmausel-Maus, Wollmausel-Maus. Was wünscht sie sich? Sie möchte eine Wasserballonschlacht machen. Weg mit der Scheiße hier. So, und 1000 Simoleons verdienen. Das gefällt mir. Wir wollen ja immerhin ganz viele, viele Money, Money, Money machen. Money, Money, Money. It's so funny. Ja, komm, fütter dieses kleine, puschelige Ding. Staubfüttern. Es ist niedrig. Ihm geht es nicht gut. Du kommst da dran. Oh. Ja, gut, wir haben eine kleine Klitze, kleine Hausi. Und da passt halt nichts neu, ne? Da geht gar nichts neu. Und, ah ja, bitte trotzdem mal. Wir haben die Gewürzfestival. Keine Lust. Spinnenweben. Okay, hat wohl nichts gebracht. Du guckst es an, du darfst was malen. Mal ein Figurengemälde. Oh ja, da müssten wir mal ein bisschen öfter drauf gucken. Und sie hat jetzt auch noch Stricksachen. Wer bist du? Hey Morty, mein Schatz, komm rein. Über Träume reden. Oh, Morty, Morty, hallo, 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 hallo. Lebensfreude ausdrücken. Es ist doch so schön und mehr freundlich kennenlernen. Wir flirten ihn an, den Super Morty, Morty. Morty, my friend. Hallo, hallo. Oh ja, der mag das. Er mag unsere Patsy. Er mag die Patsy. Yay! Ist ja die Fähigkeit Romantik. Ja. Und Nummern austauschen. Jawohl, Nummern austauschen. Vielleicht macht er was stinkt denn da so? Ist da ein Teller? Oh, ein Teller. Schnell weg damit. So, pfui, pfui. Oh, die Werte, sie müsste aufs Klöchen gehen. Hier, bitteschön. Liebste Patsy, verwende die Toilette. Dann wirst du ein bisschen Reste essen, weil wir haben halt nicht so viel Geld. Ich hoffe, dass sie noch Reste im Kühlschrank. Reste? Reste. Bestellung aufgeben. Lebensmittel, Little Miss Sam's Fast Food Restaurant. Superfood Salad. Ja, den natürlich. Wir holen 4 Stück. Bitte. Du warst immer noch nicht auf dem Klo. Ist der so faszinierend, dieser junge Mann. Oh, der ist kokett. Und füttert zwischenzeitlich das Vieh hier. Knuddel den Morty. Und dann müsste ja auch eigentlich schon unsere Lieferung kommen. Außerdem haben wir Post oder was? Arania Lycosidae. Der mag die voll. Der mag unsere Petzi. Der mag Petzi. Frage schlüpfrig. Und flirty. Ui, jetzt müde. Nix gut, nix gut. Müde, nix gut. Ja. Stop it. Ach so. Sei klassisch, sei spontan, sei flexibel mit unserer Regalkollektion, sei modular. Würdest du bitte die Freundin, was ich, Moment, ich muss das Mikro verschieben. Würdest du bitte die Freundin unserer neue flexible Regalkollektion, Freunde,
Sei modular zu allen deinen Kunden bringen, indem du unsere zeitlosen, funktionalen Möbel bei deinen Einrichtungsaufträgen verwendest. Für den Einstieg haben wir hier einen kleinen Leckerbissen für dich. Das folgende Objekt ist jetzt im Haushaltsinventar verfügbar. Ein akkurater Schreibtisch für scharfsinnige Platzsparer von Sei Modular. Wir gucken. Diese Platzsparend, alles klar. Diese hässliche Schreibtisch, ich muss aufstellen oder was? Nee. Okay, also muss ich jetzt dieses hässliche Ding verwenden auf dem Weg. Ich bin ja so froh, dass du den Job übernommen hast. Wenn ich mir unsere neue Räumlichkeiten ansehe, kann ich es vor Glück kaum fassen, dass du für uns da warst. Liebe Grüße, Familie, beste Freunde, auf Lebenszeit. Ach, ist das schön. Weise ist er. Ja. Komm, iss dein Essen hier aufräumen. Ups. Hallo, Marty. Jetzt muss ich das Mikrofon wieder zurückschieben. Ja, wir haben jetzt 23.09 Uhr. Ein Herr bei uns zu besuchen. Und leider hat es nicht funktioniert. Er ist sehr beschämt. Es tut mir so leid, liebster Marty. Frag ihn mal nach seiner Sexualität. Der wollte uns die Frage nicht beantworten. Dieser Kerl wieder hier. Staub füttern. Geht's dir schon ein bisschen besser? Nö, die Wollmaus ist einfach mit nichts zufrieden. Ja, mach's einfach, was du willst. War das war jetzt aber schnell. Nee, hier schnell duschen. Kurze Dusche. Und dann nochmal schlafen. Die ist so cool, die Patsy. Die ist so anders, die Patsy. Sie ist einfach nur kleine Irre. Eine bisschen crazy. Ja, und ich finde sie so süß. Ich mag sie. Und immer etwas klauen, ne, bei den anderen. Ach, da haben wir beim letzten Mal, was haben wir da geklaut? Eine Lampe, war es eine Lampe. Da haben wir schon was verkauft wieder? Nö, da hat es nur bekommen. Gibt's denn? Es gibt 478 Simoleons. Ich habe ja gesagt, mit der will ich 1 Million verdienen. Was ist das hier? Oh, weg damit. Du musst gleich los. Patsy. Es ist so, jetzt ist sie im Flow. Auf zur Arbeit. Tada. Das wird ja witzig. Das ist alles. Wo ist euer Haus? Die sind ja von oh. Was für eine sie, Miss Patsy Frisselpups vergisst, was er gerade dachte. Wunderbar. Und starte auf Keith Gildry. Dieser Mann hat so viele Qualitäten. Blablabla. Langweilig. Welche ist diese? Nein. Der? Ja, jetzt muss ich halt das Beste draus machen kriegen. Jetzt halt irgendwas, aber voll der geile Auftrag hier. Habe nicht. Kriege nicht. So, jetzt hallo. Über Dekotrends. Reden zu. Labalabalabalaba. Und über Dekotrends. Ich mag rote Autos. Bin ja sehr gespannt hier. Also, dieser junge Mann mag keine städtische, moderne Deko. Er mag klettern. Anmachspruch. Oh ja, hier. Terrassendeko wird gemacht. Das passt ganz gut hier rein. Terrassendeko. Okay, jetzt haben wir eine kokette Patsy. Der Max. Und Kunden wegschicken. Vorher Foto, ein Nichts. Nichts. Und das ist natürlich auch dieses Möbelstück. Müssen wir da auch fotografieren und das ganze Ding nochmal von der Seite. So. Und diese Briefkaste. Ich werde den eine klitzekleine Raum. Ich glaube, ich darf nur nicht mal den Boden verändern oder so. So. Es ist so witzig. Es sind keine neuen Bodenfliesen erlaubt. Keine Wände. Oh my goodness. Uiuiuiui. Okay, ich werde jetzt aufhören zu reden. Werde Patsy ihren Job machen lassen. Ihr dürft zugucken mit Musik. Viel Spaß und bis gleich.
Nachher-Foto. So, Nachher-Bild. So. Dann hier. Einfach nur Gartendeko, Leute. Gartendeko. Klauen können wir, glaube ich, jetzt nichts. Aber mal gucken. Mal gucken. So. Die Laterne hatten wir. Und das Ding da. So. Das hier stehlen, please. Ich hoffe, der Kunde kommt jetzt nicht, aber wir müssen. Wir müssen. Gut. So, und jetzt Innendekorateur. Nee, das geht nicht. Wie geht denn nochmal? Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Also ich glaube, das kann kein gutes Ding werden heute. Aber wir haben was mitgehen lassen. Mal gucken, ob das noch zum Verhängnis wird irgendwie. Wo laufen hin? Ja, ich möchte es denen persönlich zeigen. Kundenrenovierung präsentieren. Ja, dir auch. Kundenrenovierung präsentieren. Okay. Naja, seht ihr, immerhin, da ist was passiert, ne? Da ist wirklich was passiert. Oh je. So, ich möchte gerne... Wir haben den gar nicht gefragt nach seinem... Diese präsentieren. Präsentiert das. Und das. Und das. Und das. Sag mal, hey Leute! Guck mal! Das Toilette hier. Und du, der Busch. Und das mögen sie. Da hat er hinten irgendwas geguckt, das mochte er. Bei beide fertig. Ich habe jetzt auch, glaube ich, alles angeklickt, was anzuklicken geht. Und... Oh, es ist so schrecklich, nein. Ich find's ja cool. Ich hab endlich was zum Schlafen. Ja, oh, komm her, lass dich knuddeln. Das ist so geil. Entschuldigt, ich mag's. Wir haben 1198 Simoleons und das ganze Ding war teurer, als sie gedacht haben. Ich habe absichtlich viel draufgelegt noch und extra noch ein Klo hingestellt. Und sie hat mehr verdient und das Ansehen ist natürlich gestiegen. Wir gehen jetzt nach Hause mit ihr. Und da sehen wir schon, ja, sie hat großen Hunger und sie wird natürlich jetzt erstmal was schnabulieren gehen. Oh, sie ist befördert. Miss Patsy wurde befördert und ist nun Wohnraumagentin. Sie hat den folgenden Bonus erhalten, 485 Simoleons und neue Kleider. Sie kann zudem anspruchsvollere und striktere Inneneinrichtungsaufträge vom Kunde erhalten. Wir haben jetzt alles erreicht. Ich guck mal, was es am nächsten Tag gibt. Das machen wir noch. Mal schauen, was für Aufträge wir fürs nächste Mal haben, nämlich eine Renovierung vom Kinderzimmer, Zimmerrenovierung, also wir können hier 540, 635, Schlafzimmer, einer Küche. Küche oder Badezimmer ist doch nice, hä? 550 oder da machen wir dann bei Bjergsens nächstes Mal die Küchenrenovierung, nehmen wir an. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich spiele jetzt hier diese wunderbare Lady. Wenn sie fertig ist, schicke ich es weg und dann schicke ich sie ins Bett und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm vom Anfang, was ich da gesagt habe. Aber mir ist es halt wichtig, dass ihr wisst, dass ich ein bisschen mehr jetzt gucken will, dass ich einfach meiner Linie treu bleibe und meinem Ich und halt nicht mehr jedem gefallen kann. Also ihr wisst schon, wie ich es meine. Also diejenigen, die mich kennen, die wissen schon, dass ich es nicht böse meine, sondern ich möchte ja auch euch einen freien Content bieten von mir und nicht immer so befangen sein und ja, ne, so machen wir's. Aber ich danke dir, dass du zugeguckt hast. Ich wünsche dir doch einen schönen Tag. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal dann.
Ciao.